Ladies and Gentlemen, willkommen zu Chrono Cross, dem offiziellen Sequel von Chrono Trigger. Dieses Spiel habe ich ja geliebt, Chrono Trigger, und deswegen bin ich ganz heiß auf Chrono Cross. Square Enix hat mir einen Key dafür gesponsert, sozusagen. Dementsprechend vielen Dank dafür, dass ich euch das zeigen kann. Und ja, Chrono Cross ist jetzt auf Steam erhältlich, 20 Euro, soweit ich weiß. Also geht. Die Grafik ist, oder das Spiel stammt aus der Zeit, man sieht jetzt auch gleich ein bisschen Grafik, nein, man sieht ein Intro. die Grafik stammt aus der anfänglichen PlayStation 1-Ära. Also man kann es mit Final Fantasy 7, die Grafik, würde ich mal sagen, vergleichen. Auch generell vom Look and Feel, generell auch Kämpfe und sowas, ein bisschen erinnert es mich an Final Fantasy 7. Und das ist was Gutes, würde ich mal sagen. Chrono Cross ist ein JRPG, das nicht in Deutschland bzw. nicht in Europa erschienen ist offiziell. Es ist damals nur in Amerika und in Japan veröffentlicht worden und wird aber von den Regionen absolut gefeiert. Hier sehen wir mal einen Einblick in die Grafik. Klickt man gleich wieder weg. Und prinzipiell, es hat einen Metacritic Score von 94 damals bekommen oder hat bis jetzt noch. Ist also gefeiert. Es hat eine sehr tiefgreifende, manchmal ein bisschen verwirrende Story. Und ihr wisst, ich liebe Stories. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf, das zu erkunden. Also, wie gesagt, das Spiel wurde jetzt ein bisschen remastered. Heißt, die Grafik ein bisschen verbessert. Wobei, ich kenne ja den Vorgänger nicht. Oder die Vorversion nicht. Und auch die Musik wurde neu eingespielt. Es gibt jetzt in dieser Variante The Radical Dreamer textbasierte Adventure prinzipiell, in dem man die Vorgeschichte von Chrono Cross kennenlernen kann. Es gibt allerdings zu Chrono Trigger nur einige Schnittstellen sozusagen, beziehungsweise einige Punkte, die da dazu übergreifen, beziehungsweise auf Chrono Trigger verweisen. Das Szenario ist ähnlich in der Welt. Es hat auch mit der Zeit zu tun, dieses ganze Spiel. Und es gibt Anspielungen an Chrono Trigger. Aber man merkt dann schon wahrscheinlich, soweit ich gelesen habe, dass es doch ein anderes Spiel ist. Es wurde auch von einem anderen Entwicklerteam entworfen. Also von daher, da sind andere Ideen eingeflossen. Aber trotzdem habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Dementsprechend schauen wir es uns gemeinsam an. Da es keine Optionen hier in diesem Bildschirm gibt, erzähle ich euch, die Optionen generell zum Spiel sind simpel gehalten. Man kann die Auflösung einstellen und gleich kann man noch die Vibration vom Controller zum Beispiel einstellen, wenn man mit Controller spielt. Geht aber auch mit Maus und Tastatur, das kommt gleich noch. Und was ist prinzipiell sonst noch erwähnenswert? Ja, es gibt auch ein Intro, das einen geilen Soundtrack hat. Den werden wir einfach... Das ist das Intro. Den werde ich euch aber gleich jetzt auch nochmal einspielen. Und dann legen wir los. Denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich werde wahrscheinlich mehr dazu bringen, weil ich selbst großen Bock drauf habe. Auch wenn ich weiß, dass Rollenspiele nicht so beliebt als Zuschauer sind und lieber selbst gezockt werden wollen. Trotzdem, ich habe Bock. Hoffentlich habt ihr es auch. Schreibt es mir in die Kommentare und lasst ein Like da. Viel Spaß! Thank you.
So, das war das Intro. Ich hoffe, ihr habt ebenso wie ich die Musik im Hintergrund gefeiert. Also ich muss mir diesen Soundtrack unbedingt holen. Es ist einfach ein Ohrwurm, seit ich den Trailer gesehen habe. Und jetzt legen wir doch einfach mal los und beginnen ein neues Spiel. Oh ja, ich will Good Vibrations auf meinem Controller haben. Ich spiele es mit Controller tatsächlich, deswegen, ihr wisst, da bin ich ein bisschen schwächer als mit Maus und Tastatur. Aber ich glaube, die Spiele waren einfach so gedacht, dass man Controller spielt und deswegen sind darauf optimiert. Hier sieht man nochmal die... Oh, es gibt automatische Kämpfe. Interessant. Keine Zufallskämpfe. Also, keine Zufallskämpfe? Kampfboosts. Schneller Modus. Langsamer Modus. Anführer wechseln. Da muss ich alles mal in-game testen, was es da alles für Optionen gibt. Auch mit Maus und Tastatur, beziehungsweise mit Tastatur hauptsächlich spielbar. Und let's go. Wir beginnen mit unserem Hauptcharakter. Den benennen wir. Er nennt sich Serge und ich lasse es auch bei dem Hauptcharakter. Serge. Okay, wir starten in irgendeinem Tempel vielleicht. Ah, Doc. Stimmt was nicht, Serge? Du wirkst ein bisschen neben der Spur. Jetzt gilt es, gibt keinen Zurück mehr. Hey, kommt schon, Serge, Doc. Na warte, Links. Heute wird abgerechnet. Sprich dein letztes Gebet, nicht dass es dir jetzt noch nützen werde. Serge, los! Komm schon! Bin ich der stumme Held? Tatsächlich schon die erste Verwirrung meinerseits. Ich habe es nämlich kurz mal angetestet und Doc war nicht dabei. Da war ein anderer beim letzten Mal dabei. Kid war dabei. Okay. Interessant. Vielleicht werden wir es noch herausfinden. Generell, wir können uns bewegen. Wir können mal schauen. Hier gibt es auch ein Menü. Wir haben hier drei Charaktere, die haben alle Eigenschaften. Kraft, Präzision, Magie, Resistenz, Agilität, magische Resistenz, würde ich mal sagen. Das sind die Stati, Status, Statusse, Status. Das ist, glaube ich, die Mehrzahl. Die haben auf jeden Fall unterschiedliche... Oh, die haben sogar, das sehe ich jetzt als Profil... Dorf als rätselhafte Wanderin und schweigsamer Hauptheld. Ah ja, damit ist meine Frage erklärt. Wir sind der schweigsame Held. Elemente einsetzen, da habe ich noch nichts. Das ist wahrscheinlich sowas wie Magie, kann das sein? Ausrüstung, schauen wir mal kurz. Er hat ein Mithril-Glaive und Mithril-Rüstung, das hört sich schon mächtig an. Okay, gut. Wir haben ein Inventar, einen Zeitflussregler, das ist eher so ein Gimmick für uns Spieler, womit man das Spiel extra beschleunigen kann. Hier haben wir eine Konfiguration. Okay, Stereo, Rahmen. Anpassen. Achso, das ist die Dialograhmen. Okay, das ist aber egal. Wobei, was... schlichte Linien. Sind okay. So, Cursor-Position, Angriffsstärke. Stärke sagt mir jetzt noch nichts. B gedrückt halten ist gleich rennen. Ah, wir wollen automatisch rennen. Vibration ist an. Tatsächlich beim Intro hat es pausenlos vibriert. Also war meine Hand wurde fast schon taub. Digital, analog. Ist er noch. Und speichern laden. Können wir überall speichern? Scheinbar nicht. Gut zu wissen. So, jetzt renne ich automatisch. Sehr gut. Was ist das hier? Was ist das für ein Kristall? Eine Art Schalter. Blöder Mist. So nah und doch so fern. Alles klar. Eine Art Schalter. Dann müssen wir mal zum Schalter gehen. Eine Besonderheit in diesem Spiel ist, soweit ich weiß, ich habe ein bisschen versucht, mich vorzubereiten und vorzulesen.
ist es, dass hier Gegnerkämpfe nicht zufällig passieren, wie bei Chrono Trigger. Was? Bei Chrono Trigger? Ne, bei Chrono Trigger war es ja auch nicht so. Wie bei Final Fantasy, ja. Sondern, ihr seht schon, hier sehen wir Gegner und wenn wir in die reinlaufen, dann passiert ein Kampf. Also wir könnten theoretisch auch ausweichen, aber hier zum Beispiel bin ich in die Fledermaus rein. Und dann beginnt der Kampf. Und jetzt bin ich tatsächlich etwas verwirrt. Das Spiel gibt mir keine Information zum Spiel, aber ja, wir haben jetzt hier eine gewährte Stufe 0. Wir, auf jeden Fall das mit dem Element, das macht klar, das ist ähnlich wie Magie. Verteidigen, fliehen ist auch klar. Angreifen. Ich kann das Ziel auswählen und dann habe ich 1, 2, 3 zur Auswahl. Moment, ist es vielleicht, welche von diesen Fledermäusen ich angreife? Und was ist das mit dem oben links Feldeffekt? Machen wir doch mal 2. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann wieder angreifen. Stufe 2. Mach mal Stufe 3. Okay, dann haben sich die Felder gefüllt. Aha, und jetzt darf ich nochmal angreifen. Nochmal 2, aber meine Ausdauer ist runter. Also der Ausdauerbalken. Okay, solange mein Ausdauerbalken ist, also 1. Ach, das sind die Kosten an Ausdauer, die ich sozusagen opfern oder nutzen möchte. Ich kann sozusagen meine Angriffe ein bisschen splitten. Ich könnte jetzt was anderes machen. Ich kann jetzt 3 Ausdauer wahrscheinlich ausgeben, um den anzugreifen. Ist die Trefferwahrscheinlichkeit niedriger, aber dafür mache ich bestimmt guten Damage. Aha. Aha. Okay. Oh, und das ist die Musik von Chrono Trigger. Okay, was ist das jetzt für ein Zeichen? Oh, Kid kriegt TP plus 1. Warum? Also ich find's gut, aber warum? Doc kriegt TP plus 1. Und jetzt mit übriger Kraft und Elementen aus dem Kampf heilen? Welchen... Max-Heilung ohne Einwegelemente. Aber dann habe ich Arznei plus verloren. Hm. Und nichts als Beute erhalten. Also das ist noch ein bisschen verwirrend hier, die Darstellung, beziehungsweise was ich da machen soll. Aber ich gehe mal davon aus, das Spiel wirft mich jetzt erstmal in ein verwirrendes Szenario rein. Und dann gibt es irgendwann ein Tutorial oder eine Situation, wo ich dann erklärt bekomme, was ich hier mache überhaupt. Ich kann nämlich auch einfach 1 machen. Ich habe immer sehr wenig Schaden sozusagen gemacht, aber ich habe ihn immer sehr gut getroffen. Jetzt mache ich 3 und das ging daneben. Nochmal 3. So viel Schaden war es jetzt denn. Der haut mit der Keule. Tatsächlich, die Kämpfe kommen mir ein bisschen ruckelig vor. Also irgendwie sind da die Frames nicht in Ordnung. Aber hier jetzt zum Beispiel sind die Frames wieder super. Immer nur, wenn es so die Draußensicht hat. Ah, vielleicht muss es da noch ein Patch geben, aber das ist ja okay. Nochmal 2 und nochmal 2. Ah ja, der ist tot. Na gut. Nochmal, es gab irgendwie auch Autokampf. Nee, das ist Fliehen. Was ist das? Was habe ich jetzt aktiviert? Ich habe da jetzt Sachen gedrückt. Aber was macht das jetzt? Noch nichts. Okay, dann mache ich es mal lieber weg. 2, machen wir wieder 2. Nochmal 2 und 1. Der Roboter hält was aus, würde ich mal behaupten. 1, 2, 3. Irgendwie ist die Steigerung das automatisch, weil das Spiel springt immer dann da drauf. Also da freue ich mich dann hoffentlich da auch wieder irgendwie. Das ist verwirrend. Aber ich freue mich auf die Erklärung, die das Spiel mir noch beibringen wird. Hoffentlich. So. Die Musik ist auf jeden Fall sehr bedrohlich und geil. Wo bin ich hier? Ah ja, okay, da geht's runter. Dann gehen wir erstmal runter.
Ah ja, da geht's rein. Okay. Und da gibt's einen Gegner. Den machen wir erstmal weg. Moment, ich habe gar nicht geschaut. Gibt's hier irgendwie Erfahrungspunkte oder sowas? Machen wir gleich schon. Und gibt's noch was anderes außer angreifen? Na, jetzt einfach mal 1, 2, 3 mal. Wenn das Spiel es mir vorgibt, dann wird es schon richtig sein. Aber jetzt gibt's mir bloß 1, 2... Er hat 3 Ausdauer. Das ist dann immer... Das Gelbe ist immer sozusagen, alles wird aufgebraucht, oder wie? Bam! Das ist ein Victor. Sehr gut. Aber ja, die Trefferwahrscheinlichkeit geht da runter. Trotzdem verstehe ich das noch nicht, diese Anzeige mit den grünen Dingern da. Die habe ich noch... Also das Grüne da, das verstehe ich noch nicht, was für eine Bedeutung das hat. Deswegen hoffe ich, dass da eine Erklärung kommt. Okay, da geht es in keine Richtung. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und wie bei Final Fantasy 7 hätte ich... Moment, vielleicht gibt es das... Oh, hier ist Sackgasse. Ach ja, wir haben ein Item im Inventar, nämlich den Zeitflussregler. Reguliert die Spielgeschwindigkeit. Ich habe jetzt mal beschleunigt und jetzt... Hui, jetzt sind wir sehr schnell unterwegs. Das ist ganz praktisch für relativ langweilige Erkundungen, bloß wegen schwieriger zu steuern, weil die bewegen sich sehr, sehr schnell. Ich glaube, Kämpfe laufen auch dann schneller. Wow. Oder? Das müssen wir gleich mal testen. Das ist eigentlich eine nette Sache. So. Ja, auch die Kämpfe sind beschleunigt, wenn ich es richtig sehe. Ich verstehe auch nicht, wie die Reihenfolge ist. Also Serge hat seine Ausdauer noch nicht aufgebraucht und dann kommt der Gegner erstmal dran. Irgendwie der links der Balken ist auch interessant. Der immer bei den Kämpfen aufploppt. Da hier das jetzt links. Es gibt so viel... Oh, dort war noch eine Kameraperspektive. Das muss ich jetzt auch machen. Mach ich mal wieder langsam. Das wäre langsam und das wieder normal. Ah, normal. Was haben wir denn sonst so? Dynamisch. Oh ja. Dynamisch, glaube ich, sind die Frames besser. Kann das sein? Dann nehme ich das doch. Oh, diese Musik. Max verbrauchte Elemente Balsam. Woher kommt der Balsam? Inventar? Habe ich sowas wie Balsam? Ich habe doch gar keinen Balsam. Wie wird das verbraucht? Und wieder Speedy Gonzales. Hui! Das ist cool. Das mag ich. Oh, da wollten wir ja hin, glaube ich. Dann machen wir wieder lang. Moment. Zeitlupe kann ich auch. Das ist eigentlich eine witzige Sache, finde ich zumindest. So. Das ist der Schalter, den wir von oben gesehen haben. Dann betätige doch mal diesen Schalter. Sieht aus wie ein Kristall. Der verschwunden ist. No comment. Okay. Ah ja, jetzt ist die Plattform dort oben aktiv, wie es scheint. Dann gehen wir doch mal hier rein. Teleporter. Mhm. Hey, was in drei Teufelsnamen ist gerade passiert? Wieso sind wir denn auf einmal hier draußen? Boah, verdammte Axt, wir sind so hoch droben. Fliegt das Ding durch die Luft oder was? Habt ihr das auch gespürt? Sie sind wirklich gerade durch die Decke geschwebt. Das nenne ich mal eine Festung, oder Serge? Geht's dir gut, Kumpel? Du benimmst dich echt komisch. Wir wissen nicht, was noch vor uns liegt, also döst hier nicht weg, klar? Ah, da muss ich noch eine Stimme überlegen für sie. Ich glaube, sie ist eher so ein Hauptcharakter, oder? Wie Serge. Ich weiß gar nicht. Klopf, klopf. Nee, das ist Herzklopfen.
Das war wohl das Intro. Serge. Guten Morgen, Serge. Komm schon, du Schlafmütze, steh auf. Ah, das beginnt wie bei Chrono Trigger. Wir starten auch, indem wir von unserer Mom aufgeweckt werden. Chrono, Chrono, mach auf, Chrono. Und dann wacht man erstmal zu Hause auf. Also ich gehe mal davon aus, das war gerade ein Sneak Peek in die Zukunft, was dann noch vor uns liegt. Irgendein Tempel, irgendein Konflikt und Serge wird zum Mörder. Okay. So in etwa. Ja, das war damals in Chrono Trigger noch Super Nintendo Zeit und jetzt Chrono Cross ist halt prinzipiell in PlayStation Grafik. PlayStation 1. Das ist die Mom oder wie? Marge. Guten Morgen, Serge. Bist du auch endlich auf den Beinen? Es ist schon fast Mittag. Warst du heute Morgen nicht mit Lena verabredet? Sie war vorhin hier und hat nach dir gefragt, aber da hast du doch noch tief und fest geschlafen. Was man verspricht, muss man halten. Mädchen werden auch mal wütend. Und dann gnade dir der Himmel. Okay, auch das war... Waren wir nicht mit Luca... Hieß sie Luca? Ich glaube, sie ist Luca in Chrono Trigger verabredet am Anfang. Da wollten wir auf die... die Freizeit... Auf den Freizeitpark oder... Ja, Jahrmarkt gehen, glaube ich. Jahrmarkt ist die richtige Bezeichnung. Und hier sollen wir jetzt eine Lena finden. Okay. Ja, es sieht tatsächlich aus wie Old Final Fantasy VII. Bin mal gespannt. Man kann auch einstellen, ob man die alte Grafik haben möchte oder die neue. Müsste ich mal testen, wie das dann aussieht. Serge, sieh dir diesen Sägefisch an. Ist der nicht fantastisch? Mein Papa hat ihn im Süden beim El Nido-Dreieck gefangen. Es fährt kaum jemand dorthin, weil es dort da irgendwie unheimlich sein soll. Aber dieser dicke Brummer hier, er sieht echt lecker aus. Der sieht noch lebendig aus, kann das sein? Bist du der Papa? Hey Serge, was hältst du von diesem Sägefisch, ne? Ich meine, hast du hier einen solchen Oschi gesehen, ne? Der stammt bestimmt aus dem legendären Drachenkönigpalast, ne? Weißt du nicht, Serge? Kann gut sein, keine Ahnung. Das glaubst du auch? Ich wusste es, hundertprozentig. Wenn das wirklich stimmt, dann werde ich von jetzt an nur noch Glück im Leben. Mit dem Geschäft wird's aufwärts gehen. Die Einnahmen wird sprudeln. Ich werde das Dach reparieren und das Boot lackieren können. Ein neues Segel kaufen und dann kann ich in Termina so viel Tintenfischnudeln essen, wie ich will. Ah, oh, was für ein Leben. Geil. Na klar, wem will ich was vormachen? Das wäre definitiv zu schön, um wahr zu sein. Na danke, Serge. Danke, dass du mitgespielt hast. Hier, das ist für dich. Schenk es einem Mädchen, das dir gefällt. Oh. Komodo-Schuppe. Ohne auch nur eine Finger krumm gemacht zu haben. Das ist doch gut. Ich wünsche die Legende, wer war? Der Drachenkönigpalast. Ja. Es gibt einfach nicht mehr genug Träume auf der Welt. Ja. Okay. Ja, ich muss tatsächlich... Genieße ich es jetzt, mit den Leuten mal zu reden, weil ich kenne halt gar nichts über das Setting. Da es ja nie in Europa erschienen ist, habe ich es auch nie gespielt. Und da ich keine PlayStation besaß, sowieso nicht. Hallo, Serge. Ist das nicht ein herrlicher Tag heute? Ah, es ist schön, mal wieder so richtig die Sonne zu genießen. Das heißt, vor der Regen wäscht die Seele rein, aber in unserem Alter hat man genug Wäschen hinter sich. Oh ja, das stimmt fürs echte Leben auch. Gerade ist ja eher Regenzeit. Nachdem der 1. April erstmal Schnee vorbeigebracht hat. War ein schöner Scherz. Ja, so ist das. Ob diese Fremden jetzt mit ihrer Graberei weitermachen, wo es aufgehört hat zu regnen? Die müssen da irgendwie eine Art Untersuchung in der Fossilienschlucht durchführen. Versteht einer die Fremden? Was für einen Zweck hat es denn, dort alles umzugraben? So, wer bist du? Okay. Hallöchen, Serge. Kann ich dir weiterhelfen? Ich habe ein paar ganz tolle Elemente da. Willst du sie mal sehen? Ja, was sind überhaupt Elemente? Elementladen. Ah ja, Elemente, Tablette. Arznei. Stellt eine kleine Menge ein Gegner pro Gefährte. Was? Plus 7, minus 7? Plus minus 7? Der Feinde davon pustet.
Medizin, heilt Grippe und blaue Statusleiden. Blaue Statusleiden, heilt Vergiftung, grüne Statusleiden. Aha. Feuerball auf den Gegner. Ja, Tablette. Kann es sein, dass das ein, also dass das eine einmalige Nutzung eines Elements, das da ist? Sowas wie ein Zauber? Zugewiesen ein. Ah, ich habe schon sowas, wie es scheint. Sonst wäre mir nichts zugewiesen. Vorrätig. Okay, okay. Erklärung, bitte. Was ist das? Waffen und Rüstung. Schau ich mir auch gerne an. Was gibt es hier? Oh, man kann Sachen herstellen. Aha, aha. Fangzahn, Knochen und Leder. Rüstungen. Körpersaft, na lecker. Knochenpelz, Körpersaft, Schuppe. Oh, seht ihr das unten rechts? Wie viel Platz da für Charaktere ist? Ja, ich habe schon irgendwo gelesen. Es gibt hier eine Menge an Charakteren. Ich frage mich, wie das in der Story zusammenhängt oder was. Das wird wahrscheinlich auch erklären, warum ich jetzt gerade das Intro-Szenario mit einem anderen Charakter wie davor gestartet habe. Das hier ist Ani. Was führt dich in unser ruhiges Küstendorf hier in Aachen? Bist du sehr? Ja, wenn du dich draußen rumtreibst, dann geh mir bloß nicht nach Osten zum Hydra-Moor. Ich will nicht, dass du diesen bösen Zwergen über den Weg läufst oder der Hydra. Ja. Bevor du wieder auf Reisen gehst, schaust du am besten mal beim Dorfältesten vorbei. Sein Haus ist gleich durch das Tor da hinten. Tor dort hinten? Ich suche eine Lena. Ah, Una. Sie hat einen Namen. Hey, Serge. Ich hab gehört, du hast Lena heute Morgen versetzt. Du traust dir ja ganz schön was. Ich meine ja nur, bei mir geht sie schon an die Decke, wenn ich mal eine Minute zu spät komme. Verrat mir bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Ich finde, sie ist eine furchtbar kurze Lunte. Kannst du sie irgendwie dazu bekriegen, ein bisschen netter zu mir zu sein? Wenn das einer schafft, dann du. Ich drück dir die Daumen. Hey, Serge. Hast du schon gehört, was gerade bei den Mädels im Dorf oder angesagt ist? Halsketten aus Schuppen von Komodo-Drachen. Du weißt schon, das sind diese feuerspuckenden Monster. Ich würde gerne welche für Kiki sammeln, aber mit den Monstern könnte ich es nie aufnehmen. Oh nein, aber ich muss Kiki irgendwie imponieren, und zwar bald, und findet sie irgendwann Lolo besser als mich. Ja, Mensch, ein Schamassel. Okay. Der Steg gleich hinter mir ist gleich aber schön Hände weg von den Booten, ja? Du weißt es ja bestimmt eher, aber unsere Fischer sind auf diese Boote angewiesen. Noch einmal so ein Schabernack wie letztes Mal und es setzt was. Habe ich Schabernack betrieben? Okay. Kann ich in Häuser rein? Ja, ich kann in Häuser rein. Mir fehlt tatsächlich, wie bei Final Fantasy VII, irgendwie so eine Anzeige, wo alles interagierbare Sachen sind. Hier ist schon wieder eine Katze. Oh. Ja, hast du beim Anblick einer Miezekatze immer Reis ausgenommen? Erinnerst du dich? Als du ungefähr so hoch warst, wurdest du mal von einem Pantherdämon angefallen. Das muss wohl ein Trauma verursacht haben, aber gut, dass du darüber hinweg bist. Die Mädchen würden dich auslachen, wenn sie sehen, dass du dich von Katzen in die Flucht schlagen lässt. Guten Morgen, Serge. Sag nicht, dass du jetzt erst aufgestanden bist. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hast du jetzt noch keiner gesagt? Lena ist drüben auf dem Steg. Ich glaube, ihre Mutter hat sie gebeten, auf die Kinder aufzupassen. Okay, dann gehen wir doch mal zu Lena. Und entschuldigen uns alle sehr demütig, dass wir sie versetzt haben. Das ist wirklich unangebracht. Juhu! Und weg ist er. Erstmal nicht mit Lena, sondern mit dem Fischer reden. Okay, der schläft. Nein, der schläft nicht. Ach, du bist Serge. Schönes Wetter, was? Ich war gerade kurz weggepennt. Übrigens, Serge, magst du das Meer? Ja, tatsächlich, ja. Aha, ja, das Meer ist herrlich. Trotzdem darf man es nicht unterschätzen. Merkt ihr das, Serge? An manchen Tagen ist das Meer weit und tief, voller Kraft und Energie, aber gütig und milde. Doch wird es einmal wütend. Es ist plötzlich furchterregender als jedes Monster und verschlingt alles. Macht die Augen zu und spitzt die Ohren. Hörst du sie? Die Schreie der unzähligen Männer, die vom Meer verschluckt wurden. Das Geheimnis, von dem die Brandung flüstert. Ich kann dir nur raten, lerne die Launen des Meeres einzuschätzen, wenn du dich nicht vorzeitig zu anderen Leutchen am Meeresgrund gesellen willst. Ja, okay. Okay. Ja, Lena, Entschuldigung. Hallo? Du bist aber spät dran, Serge. Bestimmt hast du wieder verschlafen, stimmt's? Du hast versprochen, Komodo-Schuppen für meine Halskette zusammen, weißt du noch? Weil du nicht gekommen bist, hat meine Mama mir die Kleinen aufgebrummt und nun muss ich auf sie aufpassen. Juhu, Serge, Lena, hier bin ich.
Los, komm auch rein, das Wasser ist toll. Wir sind nicht zum Spaß hier, okay? Im Gegensatz zu euch. Wer schwimmt zu weit raus? Okay, alles klar. Ja, sorry. Kinder haben es gut. Du bist doch auch noch ein Kind, oder? Weißt du noch, als wir so klein waren, keine Pflichten, keine Sorgen. Die Tage waren unendlich lang. Alles war neu und toll und aufregend. Aber unsere Kindheit ist jetzt nicht wichtig. Ich will endlich meine Komodo-Kette. Ja, wir müssen der Realität ins Auge sehen und im Hier und Jetzt leben. Und deshalb möchte ich jetzt, dass du zum Reptilfelsen gehst und mir ein paar Schuppen von dort holst. Ich würde ja mitkommen, aber ich muss leider auf die Kinder aufpassen. Das hast du nur davon, dich so zu verspäten. Wenn du Komodo-Schuppen gesammelt hast, treffen wir uns am Opasa-Strand. Einverstanden, Jax? Ja, krieg ich schon. Gut, genau das wollte ich hören. Dann mal los. Was stehst du noch hier rum? Geh zum Reptilfelsen und such mir meine Komodo-Schuppen. Hm, 3 Stück sollten genügen. Viel Glück, Serge, ich zähle auf dich. 3 Schuppen. Alles klar. Immer die Mädels mit ihren Ketten. Wo ist jetzt der Älteste? Den sollte ich doch auch noch besuchen. Du siehst nicht aus wie der Älteste. Oh, was bist du? Wie du ärgerst, meine Celine. Ja, ich will mit dir reden eigentlich. Ja, gut, dann. Bist du der Älteste? Hallo, Serge, wie ich gehört habe, sind Komodo schon bei der Jugend gerade heiß begehrt. Ja, Halskette. Ja, gut, gut, gut. Ja, ganz recht. Muss ich sammeln. Ja, ein guter Mann, Serge, so spricht ein wahrer Seefahrer. Ich werde dir ein paar Tipps geben. Man nennt mich nicht umsonst einen Komodo-Koryphäe. Spitz die Ohren und hör mir gut zu, Serge. Was jetzt kommt, ist streng geheim. Oh ja. Geheimtipp Nummer 1. Bring Steine ins Rollen, um den Viechern den Weg abzuschneiden. Geheimtipp Nummer 2. Nutze das Gelände aus, um deine Beute zu übertäupeln. Geheimtipp Nummer 3. Einer spielt immer gern fangen. Nimm die Beine in die Hand. Nimm dich in Acht. Komodo-Drachen sind sehr scheu und schnelle Läufer obendrein. Du brauchst Köpfchen und Schneid und langen Atem, wenn du dich mit ihnen anlegst. Schlag blitzschnell zu und lauf wie der Wind, bis du mit voller Kraft an ihnen vorbeizischt. Aber eigentlich bringt es dir gar nichts, sie zu überholen. Na, das Entscheidende ist, dass du Mumm brauchst, Junge. Und wenn du sie dann eingeholt hast, musst du gegen sie kämpfen. Gib den Viechern eins auf die Mütze. Pass nur auf, dass sie dir nicht zuvorkommen. So, das ist alles, was ich dir an fachmännischem Wissen vermitteln kann. Und jetzt geh, Serge. Greif nach den Sternen und kämpf für eine bessere Zukunft. Was jetzt? Nichts für ungut. Was jetzt, der Älteste? Kennst du den Reptilfeld südwestlich des Dorfes? Ich habe gehört, dass es sich dort ab und zu von Komodo-Weibchen mit Jungen zeigt. Ich habe Kiki schon so oft gesagt, dass sie nicht dort spielen soll, aber nie hört sie auf mich. So sind Kinder eben. Oh, das ist ein Keller? Mhm. Ist das eine Schlachterbank oder wie? Hallo, Serge, ich war gerade in Gedanken. Kiki wird zu schnell groß, weißt du? Manchmal bin ich verblüfft, wie sehr sie ihrer Mutter ähnelt. Ja, ich schätze, meine Frau ist genauso. Seit ich zurückdenken kann, war sie ihrer Mutter immer wie aus dem Gesicht geschnitten. Das zeigt wohl, wie das Leben weitergeht von einer Generation zur nächsten. Ich bin vor etwa 10 Jahren Fischer geworden. Damals hatte ich noch andere Träume, aber am Ende bin ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten. Oh, beeindruckender Fisch. Man könnte wohl sagen, dass alles hier 10 Jahre meines Lebens repräsentiert. Löwenhai, Sägefische, Narwale mit 6 Hörnern und so weiter. Sie alle stehen für meine harte Arbeit, meine Hingabe. Ich liebe meine Arbeit, bin zufrieden damit, wie mein Leben jetzt aussieht. Aber in letzter Zeit werde ich nachdenklich, wenn ich Kiki sehe. Meine Zukunft hätte auch anders aussehen können. Was wäre, wenn ich vor 10 Jahren einen anderen Weg eingeschlagen hätte? Dann sähe mein Leben heute völlig anders aus. Ich sag nicht, dass es besser oder schlechter wäre. Ich frage mich nur, wohin der andere Weg mich geführt hätte. Ich schätze, je länger man lebt, desto mehr Gedanken macht man sich über das andere Ich, das man hätte sein können. Junge, das Leben ist schon kompliziert. Oh, hey Serge, willst du denn hier haben? Hier, nimm ihn dir. Das ist ein Glücksbringer, den ich vor 10 Jahren aus den Zahn eines Löwenhais gemacht habe, als ich beschloss, Fischer zu werden. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich habe ja jetzt meine Frau und Kiki, die auf mich aufpassen. Haifischzahn. Okay. Was mache ich mit sowas? Ein Accessoire, Element Ausrüstung. Accessoire? Kein Accessoire. Knochenrüstung. Mir ist klar. Dann ins Inventar mal schauen. Schmuck aus dieser Kurve. Exoschutz, der letzte Schrei. Ja, ich habe schon eine Ja, stimmt. Ich habe eine schon bekommen, ohne was dafür zu machen. Fischer zu werden. Okay.
Katze? Gut. Gibt's hier sowas wie Kisten eigentlich? Habe ich noch nicht gesehen. Okay, wir sind in einem Fischerdorf. Es gibt hier teils Fantasywesen und teils Narwhal, Komodo, Varan und sowas. Das hört sich nach natürlichen Tieren an. So, hier drin waren wir noch nicht. Vielleicht ist das der älteste. Oder vielleicht waren wir schon beim Ende. Oh ne, das ist irgendein anderer Ort. Und das ist kein Hund. Das ist. Was ist das? Was ist das? Sieht brutal. Und hier ist eine tote tote Echse. Ach, das ist wahrscheinlich was zu essen. Hallo. Wer ist denn das? Termina mangelt es. Keine. Kann Mickey das Wasser reichen? Aha. Ja. Hast du schon diese Diebesbande gehört? Nein, erzähl. El Nido. Diebe, mehrere Häuser, Mistkerle für Geld, wenn sie alles so. Palpori kann. Palpori ist auch richtig. Okay. Radikalen Träume. Radical Dreamers ist ja hier das Add-on, das sozusagen dazu bei dieser Version ist. Das ist ein Text-Adventure prinzipiell, was die Vorgeschichte von diesem Spiel eigentlich erzählt. Dann möchte ich nicht über den Weg laufen. Okay. Liebhanfest, okay. Immer wenn ich nicht stehen bleibe, gehe ich davon aus, dass es nettes Trivia-Wissen. Hallo, meine Schöne. Willst du die Wahrheit über die Welt erfahren? Wahn führt zuerst ins Chaos und dann in die Einsamkeit. Der Eitle versucht, dem Bedeutungslosen eine Bedeutung beizubringen. Eine einsame, blutrote Träne fällt ins Meer. Das Echo des verbleibenden Sterns hallt durchs Unendliche Wasser. Das Mindeste, was ich tun kann, ist meine fernen Gebete im Wind der Zeit. Na? Was war das? Ich habe schon als kleine Dichterin. Ah, ein Gedicht, okay. Okay, schöner Traum. Ja, ist okay. Ja, du kannst kündigen. Ich will da weiter. Okay, das ist noch so ein Tier. Oh, das ist eine Kiste. Ein Knochenhelm. Naja, gibt's doch Eid. Ah, aber die sind nicht so leicht erkennbar. Knochenrüstung, Knochenhelm. Was macht der? Ja, aber vom... Um was? 9. Ah ja, jetzt sehe ich's. Was wird gesteigert? Abwehr? Nee, wo ist der Abwehrwert? Da. 8 auf 9. Und Magieresistenz. Magieabwehr heißt es. Wo ist Magieabwehr? So, unten. 8 auf 9. Okay. Schön. Gut. Also, Kisten sind tatsächlich schwieriger zu erkennen. In Final Fantasy VII waren die super leicht zu erkennen, aber die Kiste, die stach jetzt grafisch nicht so hervor. Okay. So, dann gehen wir hier raus. Und dann sind wir hier in dem kleinen Dorf fertig, oder? Nach rechts soll ich ja nicht. Kann ich da überhaupt hin? Schauen wir mal, was da passiert. Oh, eine Overworld-Map. Ah, okay. Ich habe jetzt tatsächlich ein anderes Area wie in Final Fantasy IX eher erwartet. Okay, wo muss ich hin? Hier ist ein anderes Area wie in Final Fantasy IX. Ah, und hier ist der Älteste, kann das sein? Oh, Serge, wie geht es dir? Hast du Lust, dich zu uns zu gesellen? Ich hatte gerade mein Seminar. In der heutigen Lektion geht es um Grundlagen des... Oh ja, das interessiert mich. Grundlagen des Angreifens und Kunst der Elemente. Ich bin dabei. Erzähl mir. Ausgezeichnet, gesprochen wie ein ganzer Mann. Nun, dann wollen wir mal. Boah, jetzt macht er mich fertig. Show me, wie funktioniert Kämpfen? Was haben die ganzen Sachen für Bedeutung? Oh, komm schon, Serge, du musst dich nicht zurückhalten. Ja, erzählst du mir irgendwas? Fangen wir mit ein paar grundlegenden Hinweisen zum Angreifen an. Spitz die Ohren, junger Mann. Du weißt ja bestimmt, dass es 3 Angriffsstärken gibt. Schwach,
stark und extrem. Ah, okay, das ist die Bedeutung. Dass jeder von einer anderen Trefferchance hat, oder? Ja, das war klar. Mit jedem Treffer, den du landest, steigen diese Prozentzahlen, was bedeutet, dass dein nächster Angriff sein Ziel leichter trifft. Ah, deswegen ist vom Spiel standardmäßig immer am Anfang leichter Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil die nächsten dann auch immer eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu treffen. Okay. Also solltest mit schwachen Angriffen anfangen, die höchste Trefferchance haben und dann allmählich so stark. Genau, das ist ja sozusagen die Standardbelegung des Spiels. Also greif nicht einfach irgendwie an, sondern konzentriere dich darauf, deine Trefferwahrscheinlichkeit zu steigern. Wenn deine extremen Angriffe ins Leere gehen, verausgabst du dich nur nötig. Schwach, stark, extrem. Okay, was gibt es noch zu wissen? Schwach, stark, ja, für extrem habe ich keine Energie mehr. Hoho, voll daneben, du darfst dich doch nicht überschätzen, Junge. Solange der Wert unter 100% liegt, besteht die Chance, dass du das Ziel ums andere Mal verfehlst. Manchmal kann es sich aber auch lohnen, wenn man das Risiko eingeht und von Anfang an starke und extreme Angriffe einsetzt. Boah, ich werde hier voll fertig gemacht. Ich verteidige jetzt einfach mal. Sehen wir uns als nächstes an, wie man Elemente benutzt. Immer wenn du ein Element im Kampf einsetzt, verändert es den sogenannten Feldeffekt. Wenn Elemente mit demselben Attribut hintereinander verwendet werden, nimmt die Wirkung von Elementen der entsprechenden Farbe mit jedem Mal zu. Okay, die werden kumulativ stärker. Selbe Elemente. Hier, ich werde es dir vorführen. Versuchen wir alle Weltringe blau zu färben. Verwende nachher ein blaues Element. Okay, er macht eine blaue Magie. Ja gut, ich habe nur Arznei. Blaues Element. Hey, bald, ich verflixe nochmal und färbe alle Feldringe blau. Hast du denn vergessen, wie man Elemente benutzt, Bengel? Dann spitze die Ohren, ich werde es dir erklären. Als erstes musst du Angriff auswählen, um deinen Gegner ein bisschen physischen Schaden zuzufügen. Steigert deine Elementstufe zum 1. Deine Klische wird über den Schriftzug. Okay, das ist die Stufe. Aha. Du sammelst keine Kraft an, wenn du deinen Gegner nicht triffst. Dass du dich nicht daneben haust. Das könnte dich teuer zerstören. Beim Einsatz von Elemente deine im Kampf eingenommene Kraft. Wird im Kampf ein Element verfügbar, ja. Habe ich schon mal gesehen. Graue Rechtecke auf dem Bildschirm. Sie stehen für die Elemente, mit denen du dich vor dem Kampf ausgerüstet hast. Der blauen Elemente. Keine Sorge, sie verschwinden nicht, nachdem du sie benutzt hast. Du kannst sie nur für den Rest des Kampfes kein weiteres Mal benutzen. Ah ja. Einmalige. Bei deinem nächsten Kampf werden sie wieder einsetzbar sein. Du musst also jetzt nicht damit sparen. Du solltest dann immer darauf achten, deine Elemente zum richtigen Zeitpunkt ein. Sonst wird es dir niemals gelingen, einige der stärkeren Gegner zu besiegen, die du zwangsläufig begegnen wirst. Du brauchst eine gute Strategie, Junge. Oh, aber Moment, ich habe etwas Wichtiges vergessen. Das muss am Alter liegen. Es gibt durchaus Elemente, die sich im Rauch auflösen, sobald du sie benutzt. Zum Beispiel Tablette oder einmal Tablette. Solche Einwegelemente erkennst du am einmal vor ihrem Namen. Sie werden nach dem Kampf nicht erneuert. Der Vorteil von einem ist, dass bis zu 5 gleiche Elemente sich einen Ausrüstungsplatz teilen können. So, wenn du mehrere Elemente nimmst, kannst du zusammen kämpfen oder anders als gewöhnliche Elemente, die nur ein Mal pro Kampf eingesetzt werden können. Doch beim Einweg haben wir auch immer einen Multiplikator von mal 5 hinter dem Namen. Das ist die Anzahl der gleichen Elemente, die du suchen kannst. Sinn, wenn du die Elemente einsetzt in einem Kampf. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, wie man Elemente einsetzt. Bestimmt wird es jedes Mal sinkt, wenn du ein Element einsetzt. Das ist nur ein einfacher Substraktion. Nehmen wir an, deine Elementstufe ist 3 und du benutzt eine Tablette, die sich am Platz der Stufe 1 befindet. 3 minus 1 ist 2, dann sinkt auf 2. Du kannst jederzeit Elemente einsetzen. Mindestens den Wert 1 hat. Puh, also, anstrengend. Auf jeden Fall kannst du alles immer noch Elemente bis Stufe 2, nachdem du ein. Okay. Das verstanden, mein Junge. Kraft ansammeln, dann Elemente einsetzen, wieder ein bisschen Kraft ansammeln, ein weiteres Element verwenden und so weiter. Ja, okay, das macht. Okay, das verstehe ich. Dann ein Feuerwerk an Elementen auslösen, eins nach dem anderen, auch kein Problem. Okay, okay. Nutze für jeden Gegner die Strategie, die am meisten erfolgt. Es liegt an dir. Es gibt Horden an Monster auf der Welt, die du niemals nur mit physischen Angriffen besiegen kannst.
Du musst den Gebrauch von Elementen meistern, um voranzukommen. Aber nun entschuldige den langen Vortrag, mein Junge. Deine Ausführungen zu Elementen sind offiziell zu Ende. Warum probierst du es nicht gleich aus und bildest eines? Ja, lass mich mal probieren. Oh shit. Ich soll doch. Na gut, dann hauen wir mal. Einfach. Und dann kann ich ein Element. Nein, das will ich nicht. Noch einmal. Kann ich ein Element der Stufe 2. Nochmal. Das habe ich hier schon eingesetzt, das Element. Ah ja, ich kann auch durchswitchen. Oh. Ich hau so durch. Oh, das ist blau gewebt. Wenn du jetzt ein blaues Element, wird es besonders effektiv sein. Hier, probier es mal aus. Wasserblase. Ich will auch solche Magie haben. Ich habe nur Arznei. Ja, hat er mich weggeböllert. Hoho, war dir das zu viel? Entschuldige, mein Junge. Das Feld überwiegend blau gefärbt, das werden die Elemente der gegenteiligen Farbe rot geschwächt. Okay. Das ist interessant. Mach das Meisterhaus, mein Junge. Belebung. Mit 7 Leben bloß. Weiterkämpfen, Element. Ich schmeiß mir mal eine Tablette ein, oder? Ach, ich greife erst an. Du Ratte hast mich angegriffen! Jetzt gönne ich mir erstmal eine Tablette. Oh, und wie war das? Hast du etwas dazu gelernt? Nein! Boah! Lego Mio, alter Mann, ist gut. Der ist stark. Der hat mich von den Socken gehauen. Was denn? Du bist schon außer Puste. Ach, die Jugend von heute. Na, was soll's? Lass dich nicht unterkriegen. Kurzer, komm wieder, wann immer du willst. Okay. Das war kompliziert, aber sehr interessant. Was ist das? Na, das ist nichts. Du da, wer bist du? Hey Serge, ich fahre dir ein Geheimnis. Es geht um Poschul. Erzähl. Gut, aber du musst mir versprechen, dass es nicht weiter. Okay, bereit? Poschul ist ein totaler Gierschlund. Und wenn du ihr Lieblingsfressen gibst, macht sie alles für dich. Sie mag ja eine Hundedame sein, aber wenn sie fressen geht, vergisst sie den Teil mit der Dame. Okay, ich weiß bloß nicht, was sie mag. Ich bin gerade schwer beschäftigt. Moment, ein Hund, der sprechen kann. Ah ja. Oh, da ist noch eine Hütte. Vielleicht ist da Loot drin. Oh, was ist das? Woran stehen die an? Ganz rechtzeitig. Das ist der Schicksalsspeicher. Er verewigt, was immer du. Okay. Das ist ein Speicherpunkt. Kann ich da speichern? Oh, ich habe auf langsam gestellt. Jetzt habe ich zu schnell. Was du hier willst, dann tritt an den Schicksal für das Menü. Ja, muss dabei weggehen, oder? Hinten anstellen. Kann ich hier speichern, wenn ich daneben stehe? Nee. Okay, ich kann aktuell nicht speichern. Das ist ja komisch. Ja, genau. Der Älteste ist draußen. Okay, ist nichts von Bedeutung. Dann gehen wir mal auf die Overworld-Map, würde ich sagen. Und schauen. Bisschen schnell, aber okay. So, wohin müssen wir? War es nicht oben links? Ne, Süd? Was, Süd? Ah, Reptilienfels, Kap W. Wie wir hier rumlaufen können, alles erkunden. Hydramor, das sollen wir nicht hin erstmal. Die Musik kommt mir auch bekannt vor. Okay, wir sollen zum Reptilienfels. Dann gehen wir zum Reptilfels. Okay, das erstmal das wegschieben, okay.
Und hier ist irgendein Wesen. Oh, ein Gegner. Ups, den habe ich angestoßen. Ich wollte ihn ansprechen. Ah gut, das ist, Sandstrolch. Hit, hit, hit. Okay, ging. Ja, Element habe ich nur Arznei. Das kann ich einmal nutzen. Also sozusagen einmal heilen kann ich im Kampf. Ah, jetzt verstehe ich auch sozusagen nach dem Kampf, was da immer passiert. Oh, ich habe plus 2 Ausdauer, das ist schwach. Und auch noch. Jetzt bin ich wieder voll mit Ausdauer. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, der ist schon ein bisschen knackiger, dieser Gegner. Ich treffe ihn nicht so leicht. Oh, jetzt ist er weg. Okay. Oh, ich kriege ein TP mehr. Stimmt, ich kriege hier keine Erfahrungspunkte oder sowas. Ich werde einfach durch Kämpfen stärker, wie es scheint, oder besser. Ohne Einwegelemente, deswegen wird auch dieses Plus 1 von Arznei verwendet, um mich zu heilen. Körpersäfte, das brauche ich ja für ein Crafting. Okay. Und hier ist eine Kiste. Die kann man schon... Serge findet Feuerball. So ein Feuerball, Junge! Gleich mal... Wie... Wird es automatisch equipped? Wo ist jetzt dieser Feuerball? Und unter... Zuteilen. Ah, vielleicht unter... Moment. Wie funktioniert das? 2, 3. Elementarstufe 1 ist die Tablette. Elementarstufe 2 ist die Arznei. Und bei 3 würde ich jetzt den Feuerball. Plus 2. Ah ja. Das ist plus 1 und das ist ohne Plus, weil pro Stufe gibt es sozusagen eine Steigerung. Was haben wir? Stufe 1 plus bis 7 geht es scheinbar. Aha. Okay. Okay. Ist so. Ah ja, okay. Diese komischen Viecher jage ich anscheinend. Wo ist der hin? Dammit. Belastend. Da ist wieder so ein Viech. Da ist auch so ein Viech. Da oben ist jetzt so ein Viech gekommen. Wie mache ich dazu? Wie mache ich dazu? Ah, ich kann auch in die andere Richtung schieben. Was ist mit dem dort oben? Was haben wir hier Feines? Erstmal eine Kiste. Kisten sind was Feines. Ist dort unten auch eine Kiste? Ich glaube, dort unten ist auch eine Kiste. Wie komme ich da runter? Ah ja, perfekt. Eine Tablette. Und einen Gegner. Natürlich mache ich den Gegner auch weg. Gibt's eigentlich hier Hinterhalt und sowas? Ey, Karamba, was sind das? Speidechse. I see, I see. Nicht die Eidechse, sondern die Speidechse. Angriff auf die Speidechse. Full Hit. Jawohl, 6 Ausdauer. Warum kriege ich bloß 6 Ausdauer und nicht 5? Das ist auch so eine Frage. Wie verhält sich das? Aber das macht nichts. 1, 2, 3. Wieder ein TP mehr. Also es lohnt sich zu kämpfen, weil dadurch... Ah, Fangzähne und Körper. Weil dadurch kriege ich Stat-Verbesserungen. Also jeder Kampf macht mich besser, so in etwa. Das ist interessant.
Okay, hier haben wir wieder so ein Rät. Moment, wie komme ich da rüber? Kann ich da einfach laufen? Nein. Ich sehe da eine Kiste. Ich sehe da auch vage ungefähr, wie ich da hinkomme. Okay. Ja gut, da geht's nicht mehr weiter. Da komme ich irgendwie hin. Wie komme ich da runter? Okay, da komme ich so runter. Wo ist die Echse hin? Wo ist die Echse hin? Da oben ist sie. Schaffe ich es, sie zu fangen? Ja, doch. Ich glaube, von der Geschwindigkeit. Ich komme näher. Ich komme näher. Ich fange dich. Ich fange dich. Hab dich gleich. Jawohl. Drei von den Schuppen brauche ich. Und da ich eine schon geschenkt bekommen habe, gebt mir eure Schuppen. Hit. 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 Hit it. Ah, okay, schon da. Wir haben Stufe 3. So ein Feuerball, Junge. Ausdauer minus 6? Jawohl, ja. Ja, ja. Okay. Ich sehe schon die Strategie dahinter. Wieder ein TP, ne? Heilen bitte. Keine. Warum habe ich nichts verbrochen? Halt eine Beute, Federn, Knochen. Was? Keine Schuppe? Doch, eine Schuppe. Er verschützt sie in seinem Gepäck. Sehr gut. Wie komme ich jetzt da runter, ist die Frage. Da ist ein Weg runter, oder? Komme ich da in ein Wasser? Wie komme ich irgendwie in ein Wasser? Wie komme ich da runter? Ich will nämlich da zu der Kiste, zu der anderen Kiste. Es sind hier mehrere Kisten zu holen. Ich muss bloß den Weg dorthin finden. Da ist irgendwie eine Höhle, kann das sein? Aber wie komme ich da zur Höhle hin? Bin ein bisschen zu blind dafür scheinbar. Oder man kommt über ein anderes Area dorthin. Der Opa. Ah, da muss ich dann später hin. Oh, hallo, mein Freund. Lass uns kämpfen. Hey, wenn die nachspawnen, kann ich dann bei denen trainieren und mich ewig hochpushen? So trefferpunktemäßig. Oh. 5 Ausdauer zurück. Angriff. Ging daneben. Angriff. Und 72. Jawohl. 3 Ausdauer zurück. Da habe ich noch nicht den Mechanismus raus, wie viel jeweils immer bekomme. Ach, die Musik ist einfach so nostalgisch. Ja, die Frage ist, Moment, wie bist du jetzt da runter? Bist du da runtergekommen? Geht's da runter, wo du gerade stehst? Kommst du irgendwo hier raus? Lol. Kann ich hier einfach entlang laufen? Nein. Okay, der ist wieder. Oh. Kann ich hier entlang laufen? Nein. Geht's hier irgendwo entlang? Hier runter? Nee. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will doch bloß einen Weg finden. 2 Kisten. An die komme ich nicht. Das ist unschön. Ich sehe aber auch nicht warum. Gut. Ist auch egal. Vorerst. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ihr habt bestimmt den Durchblick und seht den. Ihr seht bestimmt, was ich hier falsch mache oder wo ich hier hin muss. Egal, gehen wir mal hier runter. Was ist denn hier unten? Ah ja, da ist auch so ein Viech. Das sind mehrere Viecher. Das ist doch ein Stein, oder? Du bewachst doch diesen Stein oder diese Muschel, was auch immer das ist. Lass mich doch mal dorthin.
Sehr gut. Nein, nicht gut. Du hast nicht getroffen beim letzten Mal. Nee, ich kam nicht dran zum Warum kam ich nicht dran? Ich muss nämlich nochmal von vorne anfangen. Mit den Hits. Feuerball? Eins. Der trifft nicht. Wasserpistole, nein! Aquaknarre. Shiggy hat Aquaknarre eingesetzt. Bäh. Ich frag mich auch, wann ich wie Sachen bekomme. Was hat's mit dieser Muschel auf sich? Ich kann sie bewegen oder nicht bewegen. Wie komme ich an das... Muschel, geh runter ins Wasser. Ah ja, Muschel geht runter ins Wasser. Und jetzt? Kiste wird losgelöst. Was passiert jetzt mit der Kiste? Aha. Kiste kommt zu mir. Sehr schön. Kupferlupe. Was ist das? Ist das ein Accessoire? Eine Kupferlupe, ja. Trefferrate. Von 85 auf 87. Das ist gut. Das ist gut. Kupferlupe mag ich. Ich mag es nicht, nicht zu treffen. Deswegen mag ich die Kupferlupe. Okay, was hat's mit diesem Viech auf sich? Kann es sein, es will überall kämpfen oder. Wo ist es jetzt hin? Eins von den beiden. Entweder muss ich das noch fangen. Moment, bist du das von dort unten? Muss ich vielleicht bloß eins noch fangen? Warte mal, wenn ich von der rechten Seite komme. Ja! Haha! Hallo, mein Freund. Wie geht es dir? Du bist in der Falle. Angriff! Oh ja, wir haben höhere Trefferwahrscheinlichkeiten. Das ist gut. Schade. Schade, dass ich nicht direkt beim anderen den dritten Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit machen kann. Nice. Du. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte oder sowas mehr. Das finde ich schade. Also Rollenspiel ohne Erfahrungspunkte finde ich immer schon ein bisschen schwierig. So, und jetzt sollen wir zu diesem Strand gehen und Lena, glaube ich, ist sie, treffen. Was auch immer. Okay, dann nicht. Irgendwo? War das nicht unser Auftrag? Dass wir zu diesem Strand gehen sollen? Wir haben doch schon drei Schuppen, oder? Komodo-Schuppe. Steht nicht konkret, ob wir drei haben, oder? Ich dachte, ich habe eine schon geschenkt bekommen und deswegen haben wir jetzt drei. Vielleicht muss ich auch einfach nochmal... Ja, vielleicht muss ich doch den einen fangen. Dann ist bloß die Frage, wie... Genau, der da. Rennt weg. Ah, aber er läuft wieder zurück. Wo soll er hin?
Genau, der ist weg. Okay, den dritten, da muss ich mir was einfallen lassen, beim dritten. Der will nicht gefangen werden, der läuft einfach weg. Hier ist er im Weg. Wo ist er hin? Okay. Ah, die Hinweise. Die Hinweise habe ich nicht mehr alle im Kopf. Einer will gefangen werden, der andere... die Hinweise... Ich hab's nicht im Kopf. Muss ich nochmal zum einen wegen Hinweisen hingehen. Um herauszufinden, wie ich die Commodore-Warane bekomme. Die Commodore-Echsen oder so weiter. Ja, und dann machen wir Element beim letzten. Nämlich den Feuerball. Schön auf Stufe 3. Bin mal gespannt. Wir hatten ja in dem Anfangsszenario hatten wir irgendwie 3 verschiedene Balken. Das wird dann bestimmt auch irgendwann erklärt. Also jetzt haben wir bloß Stufe 3 maximal. Warum? Wenn ich keine Magiestufe habe, kann ich kein Element verbrauchen. Ach, oder kann ich bloß ein Element? Ja. Vielleicht muss ich ja von dort oben kommen, weil den Weg... Der Weg ist nicht ganz bekannt, was der für einen Sinn macht. Und hit, hit, hit. Weg mit dir. Diesmal greife ich, glaube ich, bloß an. Weil wenn ich kein Element verbrauche, dann kann ich irgendwie am Ende mich reinbrauchen. Hit. Hit. Okay, gut, gut. 4 Stück noch. Hit und versuchen wir einen großen Hit. Und jetzt teile ich mit Antenzenai. Oh, oh, oh. Schaut euch das an. Wir kriegen zwar keine Erfahrungspunkte, aber wir leveln trotzdem prinzipiell und das ist schön. TP, Kraft, Resistenz und Magie. Nice. Da will ich ja am liebsten gleich schon hier farmen. Wo kommen wir hier hin? Hier kommen wir zu einer Palme. Und zu so einem Dude. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt da runter muss und den anspringen muss. Anders macht doch dieses Gebiet keinen Sinn, oder? Also dieser extra Weg meine ich damit. Trotzdem, wie komme ich zu den Kisten? Ist dann noch offen. Hit, hit, hit. Ah, schade. Komm, Dreier. Jawohl. Du-du-du-du. Geheilt, ein paar Craft-Material. Genau, jetzt kommen wir hier runter und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt Ziel ist, den da aus der Luft anzufallen. LOL, nein, ah. Aber ja, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Ich habe gedacht, ich muss irgendwas drücken, aber da kommt erst noch ein Dialog, ob ich runterspringen will anscheinend. Das war mir nicht bewusst. Oder auch nicht. Jetzt kam kein Dialog. Okay. 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 Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, jetzt aber. Und tschau. Ah, knapp. Knapp. Ein bisschen früher. Now that's the way to go. That's the way to go. So, jetzt aber. Ha! Erwischt! Dropkick!
in your phrase. So, her mit euch. Ich will euer Schuppen. Ah, leider ein Hit-Ding daneben. Mach gleich einen Zweier, wenn geht. Ah, ist okay. Weg mit ihm. Hit. Hit. Oh, reicht schon Hit. Oh, shit. Ah ja, ich musste wirklich hier das machen. Die Mama von den Komodo-Waran kommt. Oh ja, tatsächlich, er ist wirklich Mama. Hit. 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 Und gönn dir ein Element Feuer. Uh-oh. 7. Plus 2 Ausdauer. Das ist jetzt nicht der Hammer. Ja, gut ausgewichen, Serge. Sehr gut ausgewichen. Und dann wieder drauf. Hit. Hit. Starker Hit. Tut mir leid, Mama. Deine Kinder mussten schon leiden, jetzt musst du auch leiden. Ah, wir haben ja im Dorf gehört, da soll es eine Mama mit Kindern geben. So einfach. Was ist das? Neue Stufe. Es gibt doch Stufen. Was bedeutet das? Ah, Kampfstufe sozusagen. Ah ja, stimmt, da sehe ich es ja jetzt. Jetzt blinkt da so ein viertes Kästchen. Sehr viele Trefferpunkte. Kraft, Resistenz, Magie wird gesteigert. Arznei wird angewandt. Sehr geil. Asche in seinem Gepäck. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wir haben. Wahrscheinlich war das questtechnisch notwendig, alle drei zu erledigen. Ja, jetzt gehen wir nicht hier lang, weil hier lang geht es nicht. Da drüben rüber und an den Strand und hoffen, dass jetzt jemand zu dort. Weg da. Jemand dort zu finden ist. Ah, die Kisten. Es triggert mich, dass ich die nicht holen konnte. Da bist du ja. Oh. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Hoffentlich musstest du nicht zu lang warten, Serge. Und? Wie ist es gelaufen? Hast du die Komodo-Schuppen schon sammeln können? Oh, sie sind wunderschön. Daraus kann ich eine tolle Halskette machen. Danke, Serge. Wir waren schon ziemlich lange nicht mehr hier. Dabei sind wir früher so oft zum Strand gegangen. Das Meer verändert sich nie, oder? Die Wellen kommen und gehen, genau wie seit Urzeiten vor unserer Geburt. Es scheint schon ewig zu existieren. Wahrscheinlich hat es viele Dinge gesehen, viele Dinge gehört. Und wahrscheinlich kommen und gehen die Wellen noch genauso, wenn wir schon lange nicht mehr leben. Nichts wird sich ändern. Hey, Serge, weißt du noch, wie wir damals als Kinder hier saßen und uns unterhielten, genau wie jetzt? Die sanfte Meeresbrise und das beruhigende Plätschern der Wellen. Nur wir beide ins Gespräch vertieft. Kannst du dich noch erinnern? Nein, kann ich leider nicht. Oh, dann hast du wohl auch vergessen, was wir uns versprochen haben. Tja, ich schätze, da lässt sich nichts machen. Wir waren noch so jung. Außerdem warst du damals fast ertrunken. Das war eine traumatische Zeit für dich. Aber mit Erinnerung ist es oft merkwürdig, nicht? Selbst wenn du etwas scheinbar schon völlig vergessen hattest, treibt es auf einmal zurück in dein Herz. Ich schätze, die Erinnerung wartet einfach nur, sie wartet auf den richtigen Moment. Wer weiß, vielleicht erinnern wir uns eines Tages sogar an genau diesen Augenblick. In 10, 20 Jahren, wenn wir erwachsen und verheiratet sind, eigene Kinder haben, wenn diese Zeit kommt, wie werden wir dann wohl als Erwachsene sein? Welches Leben werde ich führen? Wie werde ich an diesen Tag zurückdenken?
Wir werden diesen Tag nie vergessen. Ja, hoffentlich hast du recht. Serge, ich wollte dich etwas... Serge? Serge? Was? Was ist denn, Serge? Serge? Was machst du hier, Junge? Es ist gefährlich, hier draußen zu schlafen. Alles in Ordnung, Junge. Warum liegst du denn da drin überhaupt? Ich hatte schon kurz gedacht, du wärst eine angespülte Wasserleiche. Wo Lena ist, außer dir habe ich hier niemanden gesehen. Bist du ein Freund von Lena? Ich glaube, sie ist gerade im Dorf und hütet ein paar Kinder. Ja, ich mache mich mal lieber wieder auf den Weg. Wenn du Lena suchst, solltest du im Dorf vorbeischauen. Aber du sollst nicht hier draußen spielen, Junge. Wir wollen doch nicht, dass dir was passiert. Ich kann euch sagen, an dieser Stelle wird es sehr crazy, weil hier ist anscheinend etwas passiert, das das Raumzeitgefüge aus der Balance gerissen hat. Was genau? Das können wir gemeinsam erforschen, wenn ihr es denn so wollt. Aber das war sozusagen die knapp über eine Stunde Gameplay von Chrono Cross. Wie findet ihr es bisher? Habt ihr Bock mehr zu erfahren? Habt ihr Bock herauszufinden, worum dreht sich hier, was ist hier eigentlich los und was ist das für ein Spiel? Was erwartet uns noch alles? Dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.